kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Warte mal kurz, der Daniel Franzen hat gerade angerufen, der braucht noch einen Jahresrückblicksgag zur Lindenstraße. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt, aber ich glaube, ich hab schon einen. Du kennst ja den Unterschied zwischen der Lindenstraße und unserem Sozialleben. Sag mal, nö. Nee. Die Lindenstraße wird erst am Sonntag eingestellt. Uiuiuiui. Der ist ja stark. Aber... ich habe auch einen, Dirk. Pass mal auf. Die Lindenstraße sollte ja eine Abbildung der Realität in Deutschland sein. Als damals Else Kling gestorben ist, haben deshalb viele Fans bei der ARD angerufen und gefragt, ob sie die Wohnung haben können. Der war auch richtig gut. Oder wir machen es kurz und bündig. Die Lindenstraße war im Prinzip wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, nur halt ohne gute Zeiten. Wow, der haut mich um. Ja, komm. Hochschicken, Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.